Ja, meine Damen und Herren, guten Abend. Ich bin gleich wieder weg. Ich möchte Ihnen nur sagen, wie es läuft, was Sie zu tun haben. Sie haben zu tun, wir trainieren wählen. Nämlich, Sie haben einen Wahlzettel bekommen. Veranstaltungsreihe Europa ist mehr, Rhetorikwettbewerb, Jugend redet zu Europa. Die Studierenden und der Schüler, die heute Abend hier reden werden, finden Sie auf der Liste Janek Elkmann, Nico Gabriel Klemann, Sarah Libadas, Sven Jentsch, Nikolas Wagner, Lukas Beck, Simon Moritz Exner und Jonas Adamek. In der Reihenfolge werden die Rednerinnen und Redner hier auftreten auf der Bühne. Zum Thema Europa ist mehr. Wir machen das in drei Blöcken. Es gibt also zwischendurch Pausen und in diesen Pausen werden wir unsere Sachverständigen, Herrn Professor Knape und Herrn Landrat Walter, zu ihren Eindrücken und Kriterien, die sie anlegen, befragen. Ihre Aufgabe, meine Damen und Herren, ist es, sich eine Meinung zu bilden. Am Schluss des Abends, aber bitte machen Sie es erst am Schluss, sollten Sie auf diesem Wahlzettel bei drei Personen einen Kreis um die Eins machen. Sie haben also jeweils eine Stimme für bis zu drei Personen. Sie können nicht kumulieren, Sie können nicht panaschieren, also ganz einfach, drei Personen jeweils eine Stimme, das können Sie vergeben. Sie können sich ja während der Reden etwas Notizen machen auf dem Zettel, dass Sie dann vielleicht auch die Kriterien, die wir hören werden, so ins Kalkül ziehen und dann am Ende Ihre Bewertungen abgeben. In der Zeit, die es dauert, bis wir ausgezählt haben, werden wir uns dann noch etwas unterhalten über die Eindrücke von dem, was derzeit an Reden zu Europa gehalten. Das ist also das Programm, relativ einfach für Sie und etwas schwieriger für euch. Aber wir freuen uns jetzt sehr auf Ihre Reden und ich darf Janek Elkmann bitten, gleich zu beginnen.